Akzeptanz des Magiers in die der Krankheitsgeist einfahren. Zu größerer Wildheit wird er durch schnellere Trommelschläge gesteigert. Rot glänzt gut auf seinem schweißnassen braunen Körper, den er mit weißen Reisstrohgarben geißelt. Bald kündet sein Schrei an, dass der Geist von ihm Besitz ergriffen hat und aus ihm sprechen wird. Dann beginnt die erste Unterhaltung. Laut schreit der Geist aus dem besessenen Magier nun seine Forderung. Leise und zögernd antwortet der Patient. Dann kommt eine Frau und fragt, wie sie drohendes Unheil, das seine Krankheit in der Familie verursacht, abwenden kann. Hey, warte mal, ich muss da mal rein.